Elena Demo-Dieringer ist mein Name. Ich bin Psychologin, Psychotherapeutin und leite seit 10 Jahren die Heidelberger Akademie für Psychotherapie, der SAH. In unserem Videopodcast Corona Kontra geben beschäftigen wir uns mit Themen rund um Corona. Heute in unserer ersten Folge geht es um den Umgang mit der Angst vor einer Infektion. Wahrscheinlichkeiten sind an Zahlen und Fakten gebunden und bieten uns einen groben Rahmen, an den wir uns orientieren können, was uns natürlich das Denken in Möglichkeiten nicht anbietet. Weil grundsätzlich ist im Leben alles möglich. Wir können nie im Leben alles ausschließen. Stell dir mal die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich an dem Coronavirus infizierst? Da würdest du mir antworten, eigentlich sehr groß, wenn ich jetzt wieder ein normales Leben wieder aufnehmen, wenn solange kein Impfstoff entwickelt worden ist und solange wir die Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen nicht nachgehen. Mit dieser Antwort kann ich aber nichts groß anfangen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Und jetzt? Stellst du dir aber die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass du an einem schweren Verlauf von Covid-19 erleidest, dann sieht die Antwort natürlich ganz anders aus. Und zwar, es ist gering, wenn du nicht einer höheren Altersgruppe angehörst und wenn du auch an keiner Vorerkrankung leidest. Fragst du jetzt Folgendes, wie wahrscheinlich ist es, dass ich daran sterbe? Dann ist die Wahrscheinlichkeit nahezu null, wenn du keiner Risikogruppe angehörst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du an einem Autounfall stirbst, ist extrem größer. Jedes Mal, wenn eine Panik bei dir aufsteigt und du Angst hast, oh Gott, jetzt habe ich mich mit dem Coronavirus infiziert, mach dir bewusst, in was für ein Land du lebst. Wir leben in Deutschland, einem Land, das eins der besten Gesundheitssysteme weltweit hat, sowohl was die Qualität betrifft, als auch die Quantität. Und mit Quantität meine ich die Anzahl von Intensivbetten im Vergleich zu den Einwohnern. Und auch wenn du an Covid-19 erkrankst, ist es so, dass du in Deutschland die beste medizinische Versorgung bekommst. Und uns muss immer bewusst werden, diese Maßnahmen gelten in erster Linie nicht der Gesundheit von uns, sondern eher der Gesundheit der Risikogruppen. Was wir jetzt gerade machen, auch diese ganzen Einschränkungen, ist ein Akt der Solidarität, der sozialen Verantwortung, weil dadurch halten wir freie Betten, damit Covid-Patienten, aber auch andere, die sie brauchen, also Intensivbetten, dann letztendlich auch gut medizinisch versorgt werden. Um Informationen richtig einordnen und bewerten zu können, brauche ich einen Kontext. Und manchmal muss ich mir halt den Kontext selbst schaffen. Höre ich in den Nachrichten, dass so und so viele Menschen positiv getestet sind, heißt es ja nichts anderes, dass so und so viele Menschen sich am Coronavirus infiziert haben. Und man muss sich ganz klar machen, dass die meisten Menschen eher grippenähnliche Symptome zeigen. Manchmal merken sie gar nicht, dass sie an Coronavirus infiziert sind. Und nicht jedes Mal, wenn ich infiziert bin, heißt es konsequenterweise, dass ich auch an Covid-19 erkranke. Nur sehr wenig Leute erkranken an Covid-19. Wenn ich die Anzahl der Todesfälle höre, dann soll man schon ein bisschen nachfragen und nochmal nachgucken, wie alt war der Mensch, der gestorben ist? Hatte er Vorerkrankungen? Die Frage stellt sich immer wieder, ist der Patient an Corona erkrankt oder gestorben oder ist der Mensch an seinen Vorerkrankungen gestorben und hatte zufälligerweise, war noch mit Corona infiziert. Auch das Wort Risikogruppe ist nicht gleich mit Risikopatient gleichzusetzen. Nur weil ich einer Risikogruppe angehöre, heißt es nicht logischerweise, dass ich auch einen schweren Verlauf von dieser Krankheit auch erleiden muss. So dass man wirklich differenziert aufpassen muss und auch hinterfragen muss, dass man einfach nicht in solchen Panikanfällen gerät und einfach die Ruhe bewahrt. Eine seriöse Information erkenne ich daran, wenn ich die Quelle nachgucken kann, wenn ich weiß, woher diese Information stammt, wenn diese Information gut recherchiert ist und wenn sie aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet ist. Wenn ich mir sicher sein will, dass die Informationen seriös sind, dann muss ich mich auch an offizielle Seite mich informieren, wie zum Beispiel an die Seite des Robert-Koch-Instituts oder die Seite des Bundesgesundheitsministeriums, auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder die
Seite der WHO sind gute Seiten, wo ich dann weiß, ich habe gute, solide Informationen. Wo ich aufpassen muss, sind solche Informationen mit reißerischen Schlagzeilen, weil das Einzige, was sie machen wollen, ist, dass sich die Aufmerksamkeit drauf richten. Oder Informationen, die sehr schnell verbreitet werden durch WhatsApp, die man auch gleich wieder weiterleiten soll. Und da muss man halt aufpassen, weil oft einzelne Sätze aus dem Kontext rausgerissen worden sind und dann einfach nur diese Aussage dasteht, ohne dass sie letztendlich wissenschaftlich fundiert ist. Was immer hilft, ist mit Menschen sprechen. Einfach Sorgen teilen, unterschiedliche Meinungen teilen und auch sich an Menschen zu wenden, wenn ich eine spezielle Frage habe, die einfach fachlich mit dem Thema zu tun haben. Und ganz ehrlich gesagt, einmal am Tag Nachrichten hören reicht absolut. Machen Sie sich einfach nicht verrückt.